Servus, der Marc im vom PC-Studio Wien ist hier. Bei mir ist die Ältere im Studio und eine unbekannte Kundin, die sich nicht in Wien zeigt. Niemand will erfahren, wer sie ist. Ja. Ja, blonde, lange Haare, ja, blauäugig, kurzer Rock. Ja, jetzt hast du ja die Challenge. Ist es wahr oder nicht? Ja. Also, sie kommt nicht vor die Kamera, ich merke schon, ich kann sie nicht aus der Reserve locken. Edith, meine Liebe, wir starten mit dir mit einem Industrial und einem Low. Beides passt so, war angezeigt, vorbereitet. Ja. Hast du einen Wunsch, wo wir anfangen? Industrial, oder? Vielleicht doch Low. Beim Low. Also das ist du, weniger. Das ist so spannend. Manche Menschen, das ist vollkommen richtig, manche Menschen wollen dieses Thema haben, weniger zu mehr. Wobei das die wenigsten sind. Die meisten Kunden, aber lass dir schauen, das ist gut für dich. Mhm. Aber die meisten Kunden entscheiden genau andersrum. Die sagen immer, ich mache zuerst, dass es schlimmer ist. Aber das Industrial ist ja nicht schlimmer. Ich weiß nicht. Oh, die einen sagen so, die anderen sagen so. Na, ist es wirklich wurscht? Es ist, am Ende des Tages ist es wurscht. Ja. Aber ich finde es immer wieder spannend, welche Herangehensweise meine Kunden bei dem Thema haben. So, willst du dich anhören oder bleibst du? Ich nehme an. Alle im Video, wir haben schon vorbereitet, desinfiziert, angezeigt natürlich und alles besprochen. Also wir sind schon ein bisschen länger zusammen hier drin, gell? So. Und? War's okay? Ja, dann kurz ich dich halt. Es tut mir sehr weh. Deine Ohrringe irgendwie lustig mit diesen Skeletten. Ja. Die wackeln so richtig blöd rum, wie man sich das von so einem Skelett eigentlich vorstellt. Das ist echt lustig, die Dinger. Normalerweise trage ich auch so riesige Ohrringe. Ja, es ist riesige super, dass du machst die ersten Tage, ja? Ja. Super, ist schon fertig. Hast du gespürt, ja, ein bisschen, oder? Ja, also es ist aushaltbar. So. Ich kann mal kurz umswitchen. Wenn du wieder willst, bist du nur reinkommen, gell? Ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Aber ich werde es nicht schaffen, ich werde es nicht schaffen. So. Also, jetzt wird es spannend, Industrial mit Trommelwirbel. So schlimm ist es nicht. Ganz ehrlich, wenn jemand so locker drauf ist wie du und so entspannt irgendwo im Grund, dann gibt es kein bisschen was Schlimmes. Ja. Die Leute machen sich das meistens im Kopf für dich selber. Die Hauptthematik. Schon da, fertig. Geht's? Ja. Sehr gut. Das hat schon mehr getan. Tatsächlich, habe ich mir das angehört. Habe ich doch recht gehabt. Ja, es ist so ein leichtes Ziehen auch. Aber muss ehrlich sagen, Industrial, ich bleibe dabei. Also Industrial ist immer das schmerzhafteste Piercing von allen. Wirklich? Ja, also schlimmer als Brustwarzen. Sage ich meinen Kunden. Und ich bleibe dabei bei der Meinung, manche sagen, es stimmt nicht. Und ich finde es echt immer krass, wie tapfer manche Leute da sind. Oder also eigentlich alle. Es gibt aber hier, die sind wirklich, die jammern kurz, aber tapfer, super tapfer. Also heißt es mir schon. Aber gut, dass du es mir davor nicht gesagt hast, dass es das Schlimmste ist. Ja, schau, das war ja mein Ziel, ist das Ganze. Also deswegen habe ich auch gefragt, was nimmst du zuerst? Ich wollte es dir nicht die Euphorie rauben, also dass du glaubst, dass beides eigentlich gleich schlimm ist, hätte ich ja natürlich gemein sein können und sagen müssen, na, aber ich bin nicht so, das war jetzt gemein. Wenn man dem Kunden quasi, wenn der Kunde, sage ich, so eine Grundruhe hat, dann wäre es schade. Ich habe den Punkt einen Tick tiefer gesetzt, nicht weil ich mich verstochen habe, sondern beim Industrial lasse ich es immer entstehen, wo die Spannung vom oberen Knorpel quasi in der Hand ein bisschen hinführt und dadurch haben wir dann eine ganz neutrale Position im Knorpel, das heißt für dich, so, ehrlich gesagt, perfekt. Einmal gucken. Ach, schaut sehr gut aus. Gefällt's dir? Ja. Super. Du warst ja gar nicht sicher, ob es geht, aber... Ja, ich bin froh, dass es gegangen ist. So, Industrial und dann Order drüben. Mal kurz hier. So, perfekt. Dann haben wir das. Also, Edred, ich erkläre mal noch die Pflege kurz und dann sind wir mit dem Video fertig. Zuerst musst du deine Hände waschen und desinfizieren.
Wenn die Hände gewaschen desinfiziert sind, dann nimmst du bitte Pantelins, Spray und Gel. Okay. Zuerst sprühen, zweimal pro Seite, das heißt vorne, hinten, außen zweimal, innen zweimal, also auf beiden Seiten, weil mit das wirst du quasi auch zweiseitig, ne? Ja. Dann nimmst du eine Küchenrolle, die machst du feucht mit dem Spray, bitte wenig, einfach nur einsprühen, dass es noch leicht nass ist. Und dann wischen wir bitte außen und innen das Piercing sauber, beim Ohr auch vorne und hinten. Mhm. Schmuck bleibt immer drin, kommt nicht raus. Ja. Ja? Danach nimmst du unser Gel, Tropfen davon auf den Finger geben, dünn, wirklich wenig, und diesen Tropfen einfach vorne und hinten drauf tun und das Piercing hoch und runter schieben, beim Ohrläppchen vorne zurück. Dieses dran drehen, was man früher gesagt hat, lässt du bitte bleiben, das ist schlecht, das wäre kontraproduktiv, also wirklich nur vorne zurück bewegen. Okay. Haare färben bitte 6 Wochen tabu. Ach. Geht nicht, ja. Sport, Haare waschen darfst du ab morgen. Mhm. Und so nachher im Sauna, Dampf oder sowas würde ich 3 Wochen auch auslassen. Normalerweise kommst du in 6 Wochen zu mir, machen wir dann einen kürzeren Stecker rein und beim Industrial auch ein neues Bauwerk etwas kürzeres. Okay. Okay? Und ein Tipp von mir, Haare so wie heute fast noch mehr zusammen. Je weniger Haare sich um den Anfangsstab rumwuseln, desto schneller und besser halt es wird. Ja. Okay? Hast du noch Fragen? Nein. Gut, wenn nicht, kannst du dann noch Fragen. Gehen wir aus dem Video raus, dass sie dir was sagen darf. In diesem Sinne, danke dir fürs Kommen, danke fürs Stechen, euch danke fürs Zuschauen. Das war die Eltern. Tschüss, Papa.